Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tropico 6 hier auf unserem wunderschönen kleinen Inselstaat, der zwar noch kein Staat ist, aber bald einer werden will. Wir sind noch ein bisschen von der Krone abhängig, die uns schon wieder eine neue Aufgabe gestellt hat. Nämlich sollen wir wieder eine Handelsroute mit ihr erfüllen, diesmal aber eine Exporthandelsroute. Das bedeutet, wir bekommen Geld dafür. Das ist schon mal von Vorteil. Wir können uns jetzt noch aussuchen, was wir hier nehmen. Gold hört sich doch schon mal gar nicht so schlecht an. Wir haben ja in der letzten Folge schon eine Goldmine gebastelt. Und dann würde ich sagen, unterschreiben wir den Schiss und dann geht's ab. So. Beziehungsweise Goldmine ist noch nicht fertig. So sieht es nämlich aus. Aber es wird. Es wird. So, wir haben definitiv zu wenig Zucker. Zu wenig Zucker. Aber hier gibt es nicht mehr so viele coole Ecken, ne? Ja, hier, das ist noch nicht verkehrt. Hier geht halt echt gar nichts. Da sind die Wege auch so weit, ne? Es ist halt auch... Oh, seht ihr, was da kommt? Unsere Piraten sind zurück. Schalala, lalalala. Bis jetzt ist unsere Revolution eher wenig ruhmreich. Mit Ihrer Unterstützung, Präsidente, wird das Volk Sie jedoch erstrahlen lassen. Sie hat Präsidente zu mir gesagt. Och, wie schön. So, wir nehmen die Migranten. Umso mehr Revolutionäre, umso besser. So, wir haben übrigens 1200 Kokosnüsse, 1800 Zucker und 1000 Wolle bekommen, was nicht schlecht ist. Und wir können direkt wieder losschicken. Und zwar würde ich sagen, dasselbe nochmal, weil Zucker, ne? Zucker ist ja momentan so ein bisschen die Mangelware bei uns. Aber das wird. So, Obdachlosigkeit sieht gut aus. Arbeitslosigkeit sieht auch gut aus. Schweizer Nummernkonto ist leer. Naja, soll's. Wird schon. So, lass mal ein bisschen laufen. Mal die Mine fertig machen hier. So. Kostenloses Wohnen hat Level 1 erreicht. Okay. So, wir können übrigens noch was forschen. Wir könnten forschen... Mitarbeiter des Monats? Nein, Kindergeld. Wir machen Kindergeld. So, und dann könnten wir nämlich theoretisch erlassen, dass die Kinder Geld bekommen. Und zwar 3 Dollar pro Kind. Was jetzt nicht so viel ist, ne? Aber monatlich dann schon ein bisschen was. Kein Gratisessen. Bürger müssen 1 Dollar zahlen, wenn sie Essen aus einer Produktions- oder Industriegebäude nehmen. Mittellose Bürger können sich kein Essen leisten. Verschlechtert den Ruf bei Kommunisten, verschlechtert den Ruf bei Religiösen und verbessert den Ruf bei Kapitalisten. Senkt die Baukosten aller Wohngebäude um 50%. Diese Forderung ist 5 Jahre lang aktiv. Ja. Brot für das Volk. Nee, ich glaube, wir erlassen noch nichts. Wir erlassen noch nichts. Wir gucken noch mal. Wir könnten noch forschen. Wer hatte ich nicht? Achso. Kirchengebühr. Das hört sich gut an. Kirchengebühr hört sich sehr gut an. So. Wir haben wieder ein paar Obdachlose und ein paar Arbeitslose. Und müssen dafür sorgen, dass die was zu tun kriegen. Was machen wir denn da? Was können wir denn hier noch anbauen? Was haben wir denn... Können wir hier Tabak anbauen? Das ist auch gut. Tabak. Aber wir haben, glaube ich, keine... Ne, wir können noch keine Zigarrenfabrik machen. Oder wir machen... Wir gehen auf die Gerberei. Das heißt, wir machen noch ein paar Farmen. Ein paar Rinderfarmen. Aber die haben hier echt wenig... Die haben hier wenig Freude, ne? Hinten können wir die hinmachen. Mhm.
So. Wie viel Geld haben wir noch? Wir müssen immer so ein bisschen aufs Geld achten. So. Jetzt haben wir hier 4. Dann machen wir noch eine Gerberei. Die können wir eigentlich hier vorne hin machen. Können wir eigentlich auch 2 machen, ne? So, dann brauchen wir noch ein paar Baracken. Oh, jetzt haben wir natürlich... wir sind schon 5000 minus. Ach, du ahnst es nicht. Habe ich nicht drauf geachtet. Verdammte Tat. So. So lassen wir es erstmal. Wir brauchen aber tatsächlich eigentlich noch ein Transportbüro, ne? Ja komm, wir machen das hin. Ist egal. Jetzt haben wir natürlich richtig zu tun. Jetzt sind wir hier bei 8800 im Minus. Ach, du ahnst es nicht. Jetzt müssen wir verkaufen. Jetzt müssen wir richtig verkaufen. So, wo ist der Rum, wenn man ihn braucht? Hier sind 1100 Rum drin. Bringt das Zeug an den Hafen, Leute. Los. Los! Boah. Gouverneur, das Volk hat ein Anliegen. Aus Sicherheitsgründen ist es jedoch ein geheimes Anliegen. Okay, ein geheimes Anliegen. Dann machen wir mal ein bisschen Fisch. Wir bauen einen Fischereihafen. Aber wir brauchen dafür Geld. Wir haben kein Geld. Im Moment ist ganz, ganz schlecht mit Geld. Ganz schlecht. Ey, hier gammelt der Rum drinne rum und hier vorne verrecken wir, weil wir keine Kohle haben. Bringt das Zeug hier rüber. Uiuiui. 11.000 im Minus. Jetzt haben wir hier 300 Gold drinne. Bringt uns 3.000. Ja, immerhin. So. Da los, holt den Rum. Planken. 500. Und Felle. So, die Krone hat Entwicklungshilfe geschickt. 6.500 immerhin. Trotzdem sind wir noch 12.000 im Minus. Das heißt, wir sind momentan nicht ganz so liquide, wie wir sein sollten. So, 4.400. Ja, jetzt ist der Rum hier drinne. Aber hier sind 2000 rum drin, Leute. 2000! Wo sind denn hier die ganzen Leute? Wisst ihr, wie viel Kohle das ist, diese 2300 rum? Das sind locker mal 18.000 oder so. Oder 20.000. Das darüber. Naja, wenn wir das zweite Transportbüro haben, dann könnte das eventuell was werden. Würde mich schon freuen. So, der Überfall ist abgeschlossen. Wir haben wieder einiges bekommen. Dann würde ich sagen, machen wir als nächstes irgendwas, was uns ein bisschen Geld bringt. Wir könnten hier... Also entweder bekommen wir eine Blaupause, wir bekommen ein verfügbares Regimewerkzeug, 10.000 Dollar oder 5.000 Überfallpunkte. Deswegen würde ich sagen, machen wir tatsächlich mal das hier. Weil in der Hoffnung, dass wir 10.000 Dollar bekommen. Ey, warum bringen die den Rum nicht weg? Dim, dim, dim. So, die Revolutionären, die sind auch so ein bisschen knietschig auf uns, glaube ich. So, das Ding muss jetzt fertig werden. Und ich würde sagen, wir gehen mal hier dollartechnisch ein bisschen weiter hoch, um die Effizienz zu steigern. Komm, wir gehen auf Maximum. Kostet dann halt richtig Geld hier, diese Büros, aber die müssen jetzt das Zeug da rausholen. So, jetzt kriegen wir hier wieder richtig Geld.
Wenn jetzt die ganzen Robben hier rüberfahren würden, ne? Hier ja auch, hier gammeln auch 1600 rum. Was zur Hölle? Wo sind denn die Arbeiter alle? Da ist einer. Zwei. Ja, ihr habt Zeit, wa? Ihr habt Zeit. Wo ist denn eigentlich El Presidente? Kostenloses Wohnen hat Level 2 erreicht. Schön. 10.000 Dollar. Ah, so langsam wird's wieder. Aber dafür haben wir jetzt hinten eine gut funktionierende Produktion von Fleisch und Fellen, die uns hoffentlich ein gutes Leder bringen. Wäre zu wünschen. Sehr schön. Keine Obdachlosen, keine Arbeitslosen. So soll es sein. So, Bilanz der letzten 12 Monate. Wir haben aber auf jeden Fall mehr Einnahmen wie Ausgaben. Das ist schon mal von Vorteil. Arbeiterschaft. Naja. So, wir müssen die Handelsroute der Krone abschließen. Bei wie viel sind wir denn? Bei 302 von 900 erst? War vielleicht doch nicht so die beste Idee, oder? Warte mal, wir machen mal. Geben einfach nur mal 1000 aus, ja egal. Rum. Wolle. Zucker, was verkaufen wir denn im Moment viel? Oder exportieren wir? Rum und Planken. Ich würde sagen, wir nehmen Rum. Wir nehmen Rum. Und zwar nehmen wir eine ganz kleine Menge. Einfach nur, damit der Auftrag abgeschlossen wird, weil wir haben nur noch 3 Jahre Regentschaft hier. Und wir müssen uns hier den Bonus holen von 18 Monaten, sonst sieht das schlecht aus. Und jetzt will ich hier sehen, wie die mit ihren Transportdingern ausrasten. Eiern die denn alle rum? Ah, jetzt kriegen wir 17.000 gleich. Freunde, dann sind wir wieder hier im grünen Bereich. Herrlich. Der 26.000, ja nice. Guckt's euch an. Und zack, 11.000 Handelsrouten abgeschlossen. Wir haben das Richtige getan. Danke. Sprich, was auch immer die Krone will. Tee. Tee. So. Wunderbar. Wunderbar. Wir sind wieder liquide. Das ist schön. So, wir sollten Fisch herstellen. Ich hörte davon. Das heißt, wir müssen hier so einen Fischereihafen bauen. Und das machen wir, denke ich mal, dann. Warte mal. Ne, wo haben wir denn Fischgründe? Wir müssen da ja, glaube ich, auch drauf achten, ne? Wisst ihr? Hier vorne sind welche. So, dann machen wir nämlich. Da ist nämlich hier hin. So. Landhaus und eine Baracke. Und. Noch eine Taverne, damit die sich auch wohlfühlen und dann passt das. Dann läuft das schon. Sie holen immer noch den Rum nicht hier raus, ne? Überfall endet sehr bald. Da kommen sie, da kommen sie. Die Krone schickt Entwicklungshilfe, das ist schön. Wir können auch, glaube ich, hier gucken irgendwo. Hier, Statistik. Eingenommen, minus 1600.
Produktionswert 5000. Die machen halt richtig Kohle, ne? 67.000. Mehr, Gouverneur. Mehr. Immer mehr. Ja. Na los, die Krone verlangt danach. Ja. Also, Exporthandelsroute. Das kann ja wohl jetzt so schwer sein. Was nehmen wir da? Wir nehmen Gold. Oder Rum. Wir nehmen Rum. Und Gold. Nein. Wir haben noch Gold. Alles klar. Nee, dann ist ja gut. So, wir sind übrigens bei 32.000 Dollar, was sehr schön ist. So, er fährt los und produziert Fisch. Dann haben wir die Revolutionären auch gleich befriedigt. Und kriegen wir dann ein paar Immigranten. Ich hab den besten Job. Wo ist er denn? Der mit dem besten Job. El Presidente. Folgen. Ah. Hier ist er, El Presidente. Ja, ne? Geht er erstmal ins Transportbüro und regelt er erstmal die Lage. Wir gucken mal rein. Ah, schön. Schön, schön. So, die waren zurück, ne? Was haben die jetzt eigentlich mitgebracht gehabt? 10.000 Dollar, ja, nice. Dann machen wir direkt nochmal. 10.000 Mäuse, ja. Immer her damit. Oh, guck mal, wie viel Geld wir kriegen. 36.000. 43.000. Ja, nice. Das lohnt sich. Wunderbar. Ich muss zugeben, ich bin froh, weiterhin mit Ihnen zu arbeiten. Mhm. Heutzutage ist es wirklich schwer, gute Hilfe zu erhalten. Ja, ja, weiß ich. Ich glaube, die Revolutionären finden das kacke, wenn ich viel für die Krone mache. Das Problem ist aber, wenn ich nicht viel für die Krone mache, dann verlieren wir unsere Amtszeit. Und das ist auch doof. Warum arbeiten hier nicht so viele? Ich zu wenig Leute habe. Können wir mal schauen, ob wir irgendwie herausfinden, was die so ein bisschen knatschig macht. Also es sind 69 Leute. Baracke minus 1. Forderung der Krone minus 2. Revolutionäre Forderung plus 2. Ja, okay. Also ich muss zusehen, dass ich mache, was sie wollen. Also, bau Fisch ab, Junge. Ey, warum läufst du weg? Was ist denn falsch mit dir? Geh an die Arbeit, Junge. Geh an die Arbeit. Dann müssen wir hier ein bisschen den Job attraktiver machen. Ich kläre noch einen Fischereihafen hier hin. Wir können auch mal gucken, an welche Insel wir als nächstes so anstranden. Vielleicht an einer, wo wir dann, Tabak anbauen können. Das sieht doch hier schon gar nicht so schlecht aus. Sieht es mit Zucker aus? Oh, Zucker sieht noch besser aus hier. Die könnten wir richtig rumproduzieren. Oder Kaffee. Oh. Hinten. Ah, hier ist auch nicht schlecht Zucker.
Na, Tabak ist hier wieder so mäßig. Ja. Gummi. Baumwolle. Dum, dum, dum. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sind jetzt mal am Ende der Folge angekommen. Wir machen in der nächsten Folge weiter und hoffen mal, dass wir bis dahin hier unseren Fisch gesammelt haben. Von dem einen Arbeiter, den wir hier haben. Ausländische Arbeiter einstellen. Hä? Jetzt sind mehr, Gouverneur. Mehr. Immer mehr. Ja. Na los, die Krone verlangt danach. Naja, wir warten mal noch ein bisschen mit dem Holzfällerlager. Wir lassen erstmal. Erstmal müssen wir jetzt für Fisch sorgen. Das ist erstmal wichtiger. So, machen wir hier erstmal wieder halbes Budget. Und dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Und sehen zu, dass wir hier Fisch kriegen. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Und tschüss.